Hallo zum Stadtgespräch Böblingen hier aus unserem Studio Motorworld und hallo, herzlich willkommen Michael Fritz. Er ist der neue Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Böblingen. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Fritz, Sie sind Nachfolger von Dr. Schmidt, jetzt dieser Tage ins Amt gestartet, Anfang Juli. Aber, man darf gleich dazu sagen, für Sie ist manches nicht neu. Sie sind quasi ein Eigengewächs der Kreissparkasse Böblingen. Wann ging es bei Ihnen los? Was sind die wichtigsten Schritte gewesen, die Sie gemacht haben? Und wie weit sind Sie denn schon am Vorstand am Schnuppern gewesen? Ich habe 1994 im Haus angefangen mit dem Studium, damals hieß das Berufsakademie, heute duale Hochschule, war 97 fertig, wurde übernommen und dann 2001 bin ich ins Vorstandssekretariat gegangen. Da ist man dann natürlich nah dran am Vorstand, am Verwaltungsrat, habe dann in der Zwischenzeit Controlling und Rechnungswesen geleitet und wurde 2012 Vorstand im Gremium, hatte dann die Verantwortlichkeit für Controlling, Rechnungswesen und damals schon für das gesamte Filialgeschäft. Die Zuständigkeiten haben sich immer mal wieder geändert, je nach Geschäftsverteilung im Vorstand. Bin aber tatsächlich jetzt seit 10 Jahren im Vorstand und insoweit tatsächlich nicht alles neu. Und was ist denn aus dem Begriff des Direktors geworden? Gibt es denn eigentlich in heutigen Zeiten noch, wenn die Krawatten auch bei den Bankern gefallen sind? Es gibt den Titel des Sparkassendirektors natürlich noch. Er ist gesetzlich geschützt. Ich darf ihn tragen, aber er steht nicht mehr auf meiner Visitenkarte. Er steht formal in meinem Arbeitsvertrag. Okay, und mancher Kunde, vielleicht auch die älteren Semester, die titulieren Sie vermutlich noch genauso, unterstelle ich mal. Also es sind tatsächlich eher die Menschen aus dem Sparkassenverbund, die noch mit diesem althergebrachten Titel operieren. Kunden operieren in der Regel nicht mehr mit diesem Titel. Okay. Ja, Sie leben natürlich nicht jetzt die letzten Tage schon, sondern seit geraumer Zeit mit einem geänderten Kundenverhalten. Da ist das Internet sicherlich auch maßgeblich, ich sage jetzt mal schuld oder nicht schuld. Es führt bei Ihnen und andernorts auch dazu, dass Sie überlegen, wie Sie mit dem Filialgeschäft umgehen, aber sich auch natürlich darüber hinaus Gedanken machen. Sie haben für sich selber ein neues, so habe ich es mir aufgeschrieben, Standard- und Beratungskonzept entwickelt, in Verbindung dann vermutlich auch mit der Reduzierung nochmal von Filialgeschäft. Wie entwickelt sich da was in nächster Zeit und was steckt hinter diesem Konzept? Für uns Sparkassen und für uns hier als Kreissparkasse Böblingen gibt es keinen Widerspruch zwischen Filiale und medialen Kanälen. Die Dinge ergänzen sich, der Kunde hat die Wahl und das macht ja gerade uns als Sparkasse aus. Er kann über die bestbewertetste Finanz-App Deutschlands, die Sparkassen-App, seine Geschäfte machen. Er kann klassischerweise Online-Banking machen, aber er findet natürlich auch in sehr erreichbarer Nähe ein persönliches Gesicht im Service. Was wir jetzt gemacht haben mit Datum 1. Juni, wir haben noch einmal an 13 Standorten im Kreis Böblingen, also sehr dezentral, unsere Beratungskompetenz stärker nach draußen gestellt. Wir finden an diesen Standorten klassische Kundenberater, aber wir finden dort auch Spezialisten für das Wertpapiergeschäft, für das Versicherungsgeschäft, da sind wir gerade im Aufbau. Wir finden dort Immobilienmakler, wir finden dort Baufinanzierungsberater. Das heißt, der Kunde, der private Kunde, hat an 13 Standorten im Kreis eine unglaubliche Spezialisierung und gleichzeitig eine klassische Filiale als Anlaufpunkt mit Service. Und ich glaube, dass diese Kombination einmalig ist. Dazu haben wir dann ja auch noch unsere 4 Direktionsstandorte, wo insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen des gewerblichen Geschäftes da sind. Insoweit, bei uns verbinden sich die Dinge und natürlich überprüft man dann gelegentlich auch mal die Standorte, schaut, wie sind sie frequentiert, welches Kundenpotenzial, welche Einwohner werden über diese Filiale erreicht. Und dann ist es ganz normal in den letzten Jahren, dass man auch hier und dort das Filialnetz anpasst.
Okay. Und die Wertung jetzt der internetbasierten Banken, die ja vermutlich die letzten Jahre einfach auch zugenommen haben auf dem Markt, jetzt zu Ihrem klassischen Banken sein. Wie sehen Sie da die Entwicklung bzw. sich da auch im Wettbewerb? Ist das eine gesunde Mischung, so wie Sie es vorher angedeutet haben, selber ja auch Internet anzubieten, zu machen? Die neuen Player am Markt, so neu sind sie ja viele nicht. Was wir von ihnen lernen können, sind wirklich sehr, sehr gute Prozesse. Das Thema der Digitalisierung, was erlebt der Kunde, wenn er auf der Homepage ist, wie schnell komme ich zu einem Abschluss. Da können wir uns als Etablierte durchaus etwas abschneiden. Aber das Pfund, was uns ausmacht, ist natürlich die persönliche Beratung, ist das Gesicht vor Ort in vielen Fällen auch bekannt. Das ist ein hoher Anspruch in diesen Zeiten. Der Arbeitsmarkt ist nicht so, dass man von heute auf morgen gute Leute findet. Da muss man schon selber entwickeln, muss man intensiv suchen. Aber diese Kombination aus persönlichem Gesicht und gutem Service, egal über welchen Kanal, die macht uns, glaube ich, aus. Und was uns ausmacht, in unseren 41 Filialen, Ende des Jahres sind es dann noch 41, können Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen am Service erklären, wenn sich Ihre App gesperrt hat, wie Sie weiterhelfen. Und zwar persönlich. Und Sie glauben nicht, wie viele Kundinnen und Kunden diesen Service in Anspruch nehmen. Und das kann eine Direktbank nicht. Da landen Sie dann in irgendeiner Telefonschleife oder in irgendeinem Hilfsmenü. Und das ergänzen wir ja dann auch noch über unser mediales Beratungscenter, unser mediales Kundencenter, wo wir eine eigene Telefonhotline haben, eine eigene mediale Beratung für Kunden, Kundinnen, die keinen Bezug mehr zur Filiale haben. Und wir haben dort auch unsere Businessline für Geschäftskunden, für kleinere Gewerbetreibende, wo wir ganz, ganz viel, ganz unkompliziert übers Telefon machen. Und die Rolle, Sie haben es gerade schon angeschnitten, die Sie als Arbeitgeber in der Region machen, darüber wollen wir uns noch nach der kurzen Pause unterhalten. Wir sind gleich wieder zurück, liebe Zuschauer, bleiben Sie gerne bei uns. Regio TV. Liebe Zuschauer, zurück zum Stadtgespräch Böblingen mit Michael Fritz. Er ist der neue Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Böblingen. Und wir hatten versprochen, dass wir Ihre Rolle als Arbeitgeber hier im Landkreis auch noch beleuchten. Wie lange früher, das werden Sie besser wissen, war ja Bankkaufmann/Bankfrau ein Traumberuf. Ich glaube, das hat sich verändert im Laufe der Jahre und heute sind Sie ja auch eher am Suchen von Personal und erleben in gewisser Weise auch einen Fachkräftemangel. Kann man das so bestätigen und was ist Ihr Gesicht nach draußen, was sind Ihre Möglichkeiten, da laufend wieder zu rekrutieren, Dinge zu tun, Menschen zu finden, die genau eben Ihr Profil dann auch ausmachen im Service, das Gesicht vor Ort und so weiter? Also der Beruf des Bankkaufmanns und Bankkauffrau ist mein Traumberuf weiterhin. Wunderbar. Aber es ist richtig, er hat im gesellschaftlichen Ansehen, im Ranking der Berufe, ist er nach hinten gerückt. Das hat viele Entwicklungen, dazu haben sicherlich auch Krisen beigetragen. Dazu haben aber auch andere Themen wie mediale Berufe, wie Internetberufe ihren Beitrag geleistet. Zunächst mal, unser Beruf ist mit das Spannendste, was es gibt. Denn wo kommen die Entwicklungen der Welt, Finanzmärkte, politische Entwicklungen, konjunkturelle Entwicklungen verdichtet so zusammen wie in unserem Geschäft. Wir haben jetzt stark gestiegene Zinsen. Darauf müssen wir uns einstellen. Da gucken wir nicht nur zu. Das hat was für die Anlageseite. Das hat was natürlich auch mit der Konjunktur. Das hat was mit dem Thema Baufinanzierung zu tun. Das ist super spannend. Unser Geschäft entwickelt sich schnell. Wir reagieren auf die großen Entwicklungen dieser Welt. Und die schlagen auf unseren Schreibtischen ein. Und das macht diesen Beruf so unglaublich spannend in dieser Vernetzung dann mit den Menschen dieser Region, mit den Unternehmen dieser Region. Was können wir tun? Ich glaube, was uns ausmacht, ist einerseits diese regionale Verbundenheit. Wir sehen unser Geschäftsgebiet, wir sehen unsere Kunden, wir treffen unsere Kunden am Wochenende, wir fahren an unseren Kunden in den Gewerbegebieten vorbei, wir kaufen bei unseren Kunden ein, wir erleben einfach unser Geschäft.
Und das ist natürlich für viele, gerade auch für Menschen mit Teilzeitbeschäftigung, ein attraktiver Standort, weil wir mit dieser Nähe etwas verbinden können. Wir rekrutieren immer wieder aus den Kolleginnen und Kollegen, die in der Elternzeit sind, Mitarbeiterinnen, Regelmitarbeiterinnen, die dann wieder zu uns zurückkommen. Aber das ist sicherlich eine Berufsgruppe, die wir noch stärker in den Fokus nehmen wollen. Denn wir können hier wohnortnah attraktive Arbeitsplätze bieten. Zum anderen, wer gerne mit Menschen zu tun hat, ist in unserem Beruf richtig. Und das müssen wir auch noch mal stärker rausstellen. Der Beruf ist eben im Ranking nicht mehr selbstredend, aber wie viel Spaß das macht, auch unseren Kolleginnen und Kollegen mit den Kunden zu arbeiten, in den Teams in Böblingen zu arbeiten. Einerseits eine Größe, als Sparkasse sind wir Nummer 24 in Deutschland, gleichzeitig ein wirklich lokales Unternehmen, wo man etwas bewegen kann, wo es total spannende Aufgaben gibt, das noch stärker nach außen zu tragen, dass es einfach Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Und das spiegeln uns die Leute auch zurück. Wer in unseren Teams integriert ist, der kommt gerne zur Arbeit. Da legen wir Wert drauf, kämpfen wir auch. Das werden wir noch stärker rausstellen. Auch im Ausbildungsmarkt. Wir gehören zu den großen Ausbildern hier in der Region. Die Ausbildung bleibt für uns wichtig. Wir müssen vielleicht ganz neu die Werbetrommel rühren, wie spannend das ist, gerade auch in der Verbindung mit den Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann ja über unsere Partner, Sparkassenakademie, Deutsche Sparkassenakademie, andere Weiterbildungspartner, nebenberuflich studieren bis hin zum Master. Es gibt also tolle Kombinationen. Wir müssen, glaube ich, wieder stärker darüber sprechen und den einzelnen Gewinnen in einer tollen Branche mit Herausforderungen, mit tollen Entwicklungsmöglichkeiten, mit einer tollen regionalen Vernetzung zu arbeiten. Sagt Michael Fritz, er ist der neue Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Böblingen. Vielen Dank Ihnen für die Einblicke und Eindrücke und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wenn Sie möchten, bereits bis kommende Woche schon wieder.